Hallo und herzlich willkommen wieder mal bei mir auf dem Kanal zu Need for Speed Payback. Es ist ein neues stillgelegtes Auto verfügbar, und zwar der Plymouth Barracuda. Ich weiß aus sicherer Quelle, wo er jetzt ist. Wir werden uns jetzt direkt auf den Weg dorthin machen. Ich hoffe mal, dass wir ihn direkt gleich finden. Da ist etwas versteckt. Aber wir müssten ihn eigentlich trotzdem finden, denke ich. Dann werden wir den jetzt hier in diesem Teil natürlich holen. Und natürlich schön aufbauen. Mal gucken, mal schauen, was man dann so an Tuning machen kann an dem Auto. Auch schön Plymouth Barracuda. Schöner Ami. Gucken, ob man da viele Tuning-Möglichkeiten oder Ersatzteile hat. Tuning-Teile. So. Gucken, wo der hier ist. Hier irgendwo muss er versteckt sein. Ah, da zeigt es mir doch schon an. Wie sagt man so schön, wer sucht, der findet. Aber entweder das ist hier oder ich denke hier unten, ne? Hier kann man nicht durchfahren. Ah, da wird er hier bestimmt auf dem Grundstück stehen. Abraham Lincoln wuchs in einer Blockhütte auf. Ich sollte da ist er. Ja, da könnte man sich mal anschauen. Das komisch ist, der hat genau die gleichen Felgen drauf wie damals der Volvo. Ja, ich glaube, das war der Volvo. Ah, genau, Volvo Amazon. Da hat er auch die Felgen drauf. Ah, schön. Ja. Da ist er. So, da wollen wir uns mal reinschwingen und in das Mobil und mal vor der Polizei flüchten. Mal zu erfahren, was da mal so ein Tuning anbietet. Ja, das sind Länge. Das sind Länge. Schöne Ami V8 Länge. Barracuda. Macht das schöne Auto nicht kaputt. Tja. Das stand die ganze Zeit schon dort rum, ihr hättet ihn auch nehmen können. Alter Schwede, also. Jetzt wollten sie es auch nochmal wissen. Ah, da stand die ganze Zeit dort, ihr hättet ihn auch mitnehmen können, wenn ihr ihn haben wollt. Sag mal, warte lange nicht beim Zahnarzt. Stehen euch die Zähne zu eng. So was. Können wir mal hier mit einer Rostlaube. So eine. Oh, die Krüge. Menschenskinder. Kann doch nicht wahr sein. Aber den nächsten Teil werden wir auf jeden Fall den Kuder auch mit nutzen. Aber wir müssen ja auch noch. Müssen ja auch noch die anderen Teile, die anderen Autos weiter aufbauen. Wenn wir noch so viele Autos hier noch aufbauen müssen. Also es kommen auf jeden Fall noch ein paar Teile Need for Speed Payback von mir.
Na. Geht auf dich. Habe ich noch ein ganzes Stück vor mir. Aber schön querfeld ein. Hier bin ich am flexibelsten, wenn ich das Gelände war. Auf der Straße bin ich immer so gezwungen. Und hier im Gelände noch schön Platz. Juhu. Aber ich muss sagen, da fährt sich noch nicht mal schlecht im Gelände. Mann, nichts als Irre um mich herum. Also alter Schwede, hätte ich nicht gedacht, dass er sich so gut fährt. Boah, Alter, seid ihr irre. Du kleine Arschmade. Ach, Beno. Hast mich wieder richtig erwischt, ey? Ja, ich schieb mich mal ein bisschen an. Hier. Was ging jetzt gerade mit dem Polizeiwagen? Da habt ihr super Nuss gehabt, oder was? Super extra Spitzennuss. Ihr könnt mir mal schön den Puppes lecken. Leg dich nicht mit weg an. Macht's gut. Und weg ist er. Ab geht's zum Tuning. Was ist los? Bin ich zu schnell für euch? Was ist los? So. Ich würde sagen, da wollen wir mal probieren, was wir hier tunen können, oder? Auf geht's. Das erste ja sowieso. Erstmal runter den Hobel. Obligatorischer Sturz. So, Optik. Dach, ja. Oh Gott. Aber ich glaube, der Kuda war ja auch immer so lila-mäßig, oder? Ich dachte schon. Scheibendehnung, ja, 25. Motorhaube. Noch viele haben wir nicht. Wie gesagt, original. Schön mit kleiner Fahrachthütze. Oder die. Weil da gefällt mir aber die hier am besten. Die hier. Dann lassen wir uns mal ein bisschen gehen. Okay. Das ist eine sehr gute Frage. Eine echt gute Frage. Eine Meile oder zwei Scheinwerfer. Aber eigentlich der Kuda müsste. Ach, das ist so das Original. Lass mal erstmal das Originale. Weil. Nehmen wir die Stoßstange und nehmen wir die. Sehr gute Frage.
Wir haben die Originale, oder? Obwohl die auch gut aussieht. Nimm die so Spoilerlippe. Ja. Das hat was. Ach so. Jetzt kommen wir der ganzen Sache natürlich etwas näher. Wollen wir richtig ausrasten? Was, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich weiß nicht. Wir können erstmal die Kotflügel angucken. Schön original. Normal original, genau. Schön Luftanlässe, hier ist das Original. Okay. Nee, das auf jeden Fall nicht. Und das auch nicht. Puh. Nee, dann. Dann original mit Luftanlässen. Also, man muss das Auto nicht verschandeln, finde ich. Darum würde ich auch auf Wunder sagen. Dann machen wir die Lippe hier ran. Und schon sieht das sportlich aus, oder? Was meint ihr? Man könnte ja auch noch denn das ranbauen, aber da fällt dann wie gesagt die Spoilerlippe. Hm? Ich würde sagen, so diese nicht verkehrt aus, oder? Ich glaube, den gab es auch so original. Plymouth? Oder war das der Roadrunner? Gucken, was wir hier haben. Ah Gott. Ne, der machen wir auch original, weil das ist alles. Das sieht auch komisch aus. Ne, original. Schön original. Müssen Seitenschriller sein? Ich weiß nicht. Ne, lass mal weg, oder? Ich glaube, das passt optisch nicht so. Nummernschild. Ja, was kann man da eintragen? Gute Frage. Schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr so für Ideen hättet zum Plymouth. Was ist das jetzt? Hä? GM166. Muss ich das jetzt verstehen? Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Okay. Mhm. Wer schreiben kann, ist doch ein Vorteil. Okay. Muss ich jetzt nicht verstehen, aber ist nicht schlimm. Spoiler. Soundsystem, natürlich kommt das Soundsystem rein. Spoiler. Okay, schon dezent. Nee, das passt nicht. Nee, nee. 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 Das ist, glaube ich, original. Ich glaube, das war der Originale. Für ein Plymouth Barruder. Jetzt muss die Frage, bauen wir den drauf oder bauen wir den da vorne drauf? Den hier. Ich weiß es nicht. Oder den halt. Oh, wie. Ich will erstmal den ranbauen. Ich weiß nicht warum, aber optisch gefällt mir das schöner. Oder gefällt mir das besser. Genau. Okay. Ja, schön. Den der Unterschied. Ach, die ist schmaler. Hm?
Ich muss sagen, das passt optisch einfach nicht zu diesem Auto. Also bauen wir also keins drunter. Auspuff, ich hoffe da. Ich weiß nicht. Irgendwie. Das. Die finde ich ganz gut. Die sind dezent. Man sieht es trotzdem, aber das andere ist alles zu übertrieben. So, was macht man da jetzt hier? So schöne Felgen drauf. Habt ihr eine Idee? Mir würde gar nichts einfallen. Wie vielleicht? Ich habe keinen Plan. Vier Sterne, wenig Sterne. Ich habe keine Ahnung. Tiefbett, kein Tiefbett. Dann höchstens die vielleicht mal probieren. Drauf. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Schaut immer noch nicht alle drauf zu und fertig. Das ist eigentlich ärgerlich, ne? Reifen wir mal. Felge kann man vielleicht die Farbe noch ein bisschen ändern. Müsste man ins Geldliche gehen. Gucken, was wir da so haben. Sehr gute Frage. Klettegrad. Ja, glatt halt, ne? Schon wieder ins Grünliche, ne? Das ist schon wieder ärgerlich. Helligkeit auf jeden Fall hell, sättigen ist auch gut. Da müssen wir wahrscheinlich das Metallic wegnehmen. Ist das Gold? Ich weiß nicht. Ja, so in der Art. Es gibt sicherlich bessere Felgen. Aber schreibt es mal unten rein, was ihr für Felgen genommen hättet. Ob ihr am Tuning irgendwas anderes gemacht hättet. Und das jetzt die? Nee. Ich glaube, Felgen ist immer so ein Ding. Das muss wirklich genau passen. Da kann man auch immer viel falsch machen. Der eine hält es lieber ganz so, der andere hält es lieber ganz so. So, noch ein paar schöne Reifen drauf. Weiß nicht, was er dazu sagt. Ich finde ihn eigentlich ganz sportlich. Passt schon irgendwie mit den Felgen. Natürlich sind Geschmäcker verschieden. Aber selbst hier kann man. Oder kann hier halt jeder was anderes auswählen. Man kann halt viel falsch machen, man kann aber auch viel richtig machen. Ich weiß nicht, von der Farbe her, vielleicht ein schönes dunkles Schwarz.
In die Bibliothek reingucken, ob die Community so gemacht hat. Orange. Ja. Ich wollte nicht so verschieden Farben. Da sieht zum Beispiel auch nicht schlecht aus. Ja, kann man anbieten. Haben wir nochmal Blau. Das Blau passt zum Beispiel sehr schön mit den Felgen, muss ich sagen. Oder? Das war doch was, oder? Das Blau würde mir sehr gut gefallen. Das gefällt mir nicht so. Jetzt haben wir hier noch Rot. Aber das Blau hat mir sehr gut gefallen. Entschuldigung, vorbei. Doch, das gefällt mir sehr gut. Das würde ich nehmen wollen. Schönes Auto. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Wie gesagt, man kann viel machen, aber jeder kann, wie gesagt, das Auto so ziehen, wie er es möchte. Schreibt einfach mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr anders gemacht hättet. Was wir hier noch reinfallen müssen, auf jeden Fall noch ein Lufti. Wir haben noch eins. Nitrofarbe, ja. Und noch schönes Blau. Dann noch mal. Ach, Blau ist alle. Reifenquallen hier. Oh, Blau. Neon haben wir bestimmt hier passendes. Doch hier ein blaues. Die Hupe nehme ich einfach irgendwie inne. Das ist jetzt egal. So, und jetzt. Was sagen? Schauen wir uns mal draußen an, wie er aussieht. Ich hoffe, es ist auch Tag, weil meistens habe ich immer das Glück, dass es dann abends ist und ich das Auto nicht bewundern kann. Siehst du, so wie jetzt. Aber hier ist ja Licht. Ja, sieht doch ganz fähig aus, muss ich mal so sagen. Oder? Was sagt ihr? Ja, tief ist er auch. Das ist auf jeden Fall was. Ich muss sagen, optisch. Ist das schon ein Blickfang? Oder was meint ihr? Das sieht eigentlich ganz fähig aus. Natürlich hätte man das noch anders machen können und das hätte man noch anders machen können. Aber man kann es halt, wie gesagt, auch nicht jedem recht machen. Da jeder einen anderen Geschmack hat. Aber die Auspuffrohre finde ich schon mal gut. Die sind nicht zu übertrieben. Doch, haben wir schön gemacht. Ist uns gut gelungen. Leistungsmäßig geht natürlich noch nicht viel ab. Ist ja auch ganz klar. Guck mal, er kann fliegen. Nee. Also wie gesagt, Leute. Schreibt es einfach mal unten rein. Was ihr gemacht hättet. Und ob ihr es anders gemacht hättet. Würde mich freuen, mal von euren Kommentaren zu lesen. Dafür ist die Kommentarfunktion da.
Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, lasst es euch bitte gut gehen. Und ciao, ciao.